Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Das letzte Mal, da sind wir hier etwa ausgelockt worden. Ja, ich glaube, das war hier. Und wir sind immer noch auf der Suche nach den Banditenverkleidung. In die Höhle des Löwen. So, letztes Mal sind wir da runtergegangen. Hat sich aber irgendwie herausgestellt, dass es falsch war. Also versuchen wir das jetzt hier oben. Was ich sehe, ist, dass wir Post haben. Wenn sie Feinde haben wie euch, sollte Lacoste, werden es sich diese Banditen gut überlegen, bevor sie unsere Moors nochmal behelligen. Vielleicht kommen mein lieber Mappy und ich endlich ein bisschen zur Ruhe. Ah ja, das war, weil wir die Cassie geholfen haben mit den Moas. Gut, wir wollen jetzt da oben. Wir brauchen schließlich die Verkleidung. Hi, Grabhütter Dumpy. Und? Und? Wie geht's dein Kollege, der in dir steckt? So. Mal schauen, wie ich hier hinkomme. Okay. Ach, da in der Höhle, die wir schon mal entdeckt hatten. Okay. Ja, betreten. In die Höhle des Löwen. Hallo, Internet. Hallo, Spiel. Ah, da bist du ja. Na, endlich. So, lass mir erstmal über einen Überblick beschaffen. Okay. Nein, nein, nein. Ach, Mann, ey. Schaut euch das an. Na? Könnt ihr euch vorstellen, was ich gerade denke? Einfach hier uns einfach treiben lassen nach unten. Ach, ja. Gut. Upsala. Verkleidung nehmen. Okay, betreten. Wie sieht denn aus? Ja. Die sieht da schon fast besser aus als meine. Gut. Okay. Betretet den Banditenunterschlupf. Cool. Jetzt fehlt nur noch, dass die Kleidung auch nass wird. Schlecht programmiert. Die Kleidung müsste doch jetzt dunkler sein, oder? Schlecht programmiert. Okay, weiter geht's. Juhu, Patsche. Anklopfen. Okay. Ach, Frischfleisch? Na, dann kommt rein. Wir werden euch so abwerten, dass noch nicht einmal Hauptmann Thackeray Hackfleisch aus euch machen kann. Hey, sehr gut, danke. Willkommen auf dem Grill, Frischfleisch. Switch, mein Name. Ich heiße Schatten. Bin heute erst rausgekommen. Begnadigt worden, was? Ich auch. Ein Hoch aufs Ministerium. Wer hätte gedacht, dass die so viel Verständnis aufbringen?
Wir bereiten uns diesmal auf was Großes vor. Macht euch nützlich und fragt rum, wem ihr helfen könnt. Na toll, jetzt sollen wir noch die Banditen helfen. Hast du was zu sagen? Ich werde gesucht. Wir haben eine tolle Abmachung. Ist doch schön, wie uns das Ministerium aus der Patsche hilft, wenn wir erwischt werden. Solange wir für die arbeiten, kann gar nichts passieren. Das geht klar, vorausgesetzt, die Seraphen erwischen uns nicht. Bis dann. So läuft es also. Tja, so viel zur Betthöhle. Boah, mit dem Baum da hinten. Schon geil. Oh, ich habe schon gedacht, was ist das Rote da hinten? Banditentaschendieb, Banditenwegelagerer. Hey, hier, habt ihr was zu sagen? Ja. Nee, doch nicht. Hey, Taschendieb. Was? Okay, ihr seid so gesprächig. Okay, Blaze. Blaze? Kann es nicht sein, dass er uns kennt? Ich bin eine gefährliche Frau. Oh, wow, bist du. Für wem denn? Redet ihr mit mir? Nö. Hallo, Speerin. Immer schön vorsichtig. Speerin. Redet ihr mit mir? Ja. Ja. Okay. Upsala. Aber Blaze. Ich mach ein bisschen erstmal. Großer Johnny. Extra Mann. Oh. Der müsste uns doch auch kennen. Hi, Speerin. Was wollt ihr? Wo hab ich bloß die Lunden? Schläger? Ich werde gesucht. Nee, wirklich? Aber den Johnny und so, wir haben die doch schon ein bisschen. Kennen die uns nicht? Gewehrschützin. Hallo. Was wollt ihr? Oh mein Gott. Taschendieb. Ich werde gesucht. Ja. Wie ist das, wenn ihr gesucht werdet? Je mehr ihr gesucht werdet, desto mehr Geld bekommt ihr, oder wie? So. Hallo, Della. Ihr meint also, ihr wärt zäh genug, um euch uns anzuschließen. Wie? Beweist es. Na gut. Ihr wollt es nicht anders. Oh. Ey, Mädchen. So hat mich schon lange niemand mehr herausgefordert. Ihr habt etwas kleiner. Etwas, das wir brauchen können. Macht euch bereit. Ihr kommt beim Brandanschlag mit. Er geht bald über die Bühne. Der Brandanschlag? Was ist das? Ihr müsst nichts weiter wissen, als dass ein Riesenspektakel wird. Willkommen auf der Feier. Danke, bis später. Okay. Wir haben einen Zustand bekommen. Feuereinstimmung wirkt Feuerzauber. Okay. Okay. Auf die Gefahr hin, dass Blaze uns erkennt. Hallo, Blaze. Redet ihr mit mir? Hey, steht nicht nur herum, helft mir lieber. Ich kann meine Lunten nicht finden. Das Pulver habe ich, aber ohne Lunte kann ich nichts in die Luft jagen. Beginnt im hinteren Teil der Höhle, beeilt euch. Lunten? Ich werde sie holen. Okay. Und jetzt zu den Playboy Johnny. Was? Ich habe euch noch nie gesehen. Wer seid ihr? Genau. Ich bin Schatten aus der Portage Freistaat. Ich bin gerade erst in die Stadt gezogen. Ihr lügt. Ich glaube, ihr seid ein Seraphenspion. Überzeugt mich vom Gegenteil oder ihr seid tot. Nennt mich noch einmal einen Lügner und ich nagel eure Zunge an einen Baum. Ach komm schon, für einen Seraphen sehe ich zu gut aus. Ted Rübenase schickt mich. Wenn euch das nicht passt, macht das mit ihm aus.
Ja, aber wenn ich... Erhöht Charisma. Erhöht Charisma. Erhöht Wildheit. Macht gar nichts. Was ist besser, Charisma oder Wildheit? Wildheit. So. Dass sie nicht Lache gerutscht haben. Immerhin weiß ich nicht, dass ihr kein Seraph seid. Die wissen nämlich, wie man jemanden droht. Wenn ihr in meinem Team landet, haltet euch an mich. Vielleicht lernt ihr ja etwas. Team? Es gibt Teams? Alles klar, ihr seid neu hier. Wir bereiten uns auf den großen Brandanschlag auf zwei Ziele vor. Der Trübenase will, dass die beiden Feuer gleichzeitig gelegt werden. Also teilen wir uns in Teams auf. Was sind die Ziele? Ein Waisenhaus und ein Militärhospital. Das ist Teds bester Plan bisher. Ich hoffe, ich kriege das Waisenhaus. Das macht mir Spaß. Spaß ist gut, aber Bares ist mir lieber. Worauf wollt ihr hinaus? Ted hat eine Abmachung mit dem Ministerium. Wir lassen die Seraphen dumm aussehen, so als könnten sie niemanden beschützen. Und wenn der Rat die Kontrolle übernimmt, lässt er uns tun, was wir wollen. Fies! Danke, man sieht sich. Okay. Großstadt, Johnny. Wo hab ich bloß die Lunden? So. Und jetzt? Beeilt euch, Blaze wartet auf die Sicherung. Offenbar versuchen die Lindwürmer, sie auszubrüten. Seid ihr da sicher? Naja, das war ich jedenfalls. Okay. Oh oh. Moment mal. Hey, ihr Viecher. So nicht. Stopp. Ja, mein Feuer zerstört alles. Durchsuchen. Gewehr. Öffnen. Ja? Nichts. Öffnen. Nichts. Es muss natürlich in der Truhe sein. Öffnen. Ihr durchsucht den Behälter und findet eine mit Zwirn zusammengebundenes Bündel Lunten. Die Lunten nehmen. So. Und jetzt Blaze geben. Blaze, eigentlich sollte ich die Lunden vorher nass machen. Okay, Blaze? Ja? Ey, steht nicht nur herum, helft mir lieber, kann ich meine Lunte nicht finden, blablabla. Ihr meint diese Lunten? Jawohl, genau, richtig gute Arbeit. Jetzt kann ich so richtig mit dem Kochen anfangen. Was steht dann? Ich bin Feuer und Flamme, ein Doppelauftrag in der Stadt. Wir fackeln ein paar Gebäude ab und die Seraphim verbrennen gleich mit. Versteht ihr, was ich meine? Oh ja, geht doch nichts über ein hübsches, prasselndes Feuer, stimmt's? Oh ja, grelles Licht, jede Menge Lärm und schwellende Ruinen. Ich kann es kaum abwarten. Das sind die Aufträge, die dem Leben Sinn verleihen. Wisst ihr? Sinn und Zweck. Jedenfalls verleihen sie mein Leben Sinn. Wir sehen uns dort. Gut. Wir müssen jetzt mit dem Kommandant Thackeray sprechen. Denn die wollen... was anstellen. Und wir müssen das irgendwie verhindern. Die einfachste Methode wäre, die einfach auszulöschen. Okay, aber wir wollen eigentlich den ganz Großen erwischen. Den ganz Großen zu erwischen, das wäre am besten. Ja. So. Ihr wurdet den König da, bla 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 bla. Ja, ja, ist ja okay. Jo, wow. Ich habe mich gerade in den Allerwertesten aufgespießt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Zum Glück ist das nur ein Spiel. In Wahrheit müsste ich jetzt ganz dringend ins Krankenhaus. So, Moment. Moment, wo sind wir? Warum ist ihr
War ich schon mal hier? Hey, Kleiner! Dorfbewohnerin! Passt du auf den Brunnen auf? Ja? Passt du auf den Brunnen auf? Ha? Also nicht für ungut, aber wenn ich die so sehe, denke ich immer, die warten auf den nächsten Kunden. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Wieder anstellen. Ich möchte doch hier hin. Ich möchte mit dem Kommandant sprechen. Wo immer der auch ist. Ja, und es ladet. Und es ladet. Ach, übrigens, es ladet immer noch. Es ladet. Für alle, die nicht zusehen, sondern nur zuhören, es ladet immer noch. Och, das gibt's doch gar nicht. Hallo? Bist du abgestürzt oder was? Die Maus geht noch. Gibt's doch gar nicht. Hallo? Oder bin ich rausgeflogen jetzt aus dem Internet? Bah, ich hab schon gedacht. Also da war ja meine... Ja, die haben wahrscheinlich auch lange gebraucht. Na, das Tierchen haben wir ja draußen vorhin gesehen. So, halb, halb. Okay, Kommandant Kateray, du bist... Wo? Wo bist du? Ups. Ja, ich sehe ihn nicht. Ja, wo ist denn der? Ja. Ach so, wir sind schon... Okay, irgendwo. Ah ja. Dann auf geht's. Geil. Ich bin immer noch total beeindruckt von der Stadt hier. Ich nehme erstmal den Aufzug. Ich habe das Gefühl, es hat Probleme mit dem Laden. Also, man muss sagen, ja, also mit dem ganzen Blink-Blink hier, was sie herumschwirren, da kommt der Avatar gar nicht mit. So. Und jetzt hier. Nein. Machen wir eine kleine Aufnahmepause. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit Hauptmann Thackeray und stürzen uns ins Abenteuer. Bis dorthin. Ciao, ciao.